Firma Kollob. Gründungsjahr 1980, Exportrate mehr als 98%. Im Jahr 1980 von Karl Skopek mit einer Produktion neuer Selbstfärberlinien in Wels gegründet, zählt die Firma Kollob heute zu den weltweit führenden Herstellern von modernen Stempelgeräten mit mehr als 120 regelmäßig belieferten Exportmärkten und einer Exportrate von mehr als 98%. Es war der Herr Skopek zuerst alleine, er war ein gelernter Werkzeugmacher, das Konstrukteur, bei unserem Mitbewerber gearbeitet. Und hat dann gesagt, das möchte ich gerne alleine machen. Und aus dieser Idee heraus ist dann das Unternehmen entstanden. Wie ich 1984 dazugekommen bin, waren wir 10 Mitarbeiter. Und im Prinzip hat man alles selbst machen müssen. Ein typisches Beispiel war unser Rundstempel, ein Durchmesser R40 mit 40 mm. Das ist ein Produkt, das sie in Russland brauchen, um offizielle Papiere stempeln zu können. Da gibt es eine Vorschrift. Ein offizieller Stempel muss 40 mm Durchmesser haben und da waren wir die Ersten, die mit einem Kunststoff-Selbstfärber dieses Produkt, dieses Segment abdecken konnten. Und das hat uns dann in Russland ein immenses Wachstum gebracht und gleichzeitig muss man dazu sagen, dass Russland einer der größten Stempelmärkte ist, weil es einfach so eine Bürokratie gibt in Russland. 1994 haben wir uns dann entschlossen, dass wir einen Investor in die Firma mit aufnehmen, den Herrn Hable mit der Firma Hannover. Das hat uns dann sehr geholfen, als finanzielle Unterstützung einen Produktionsbetrieb entsprechend rasch auszuweiten. Kollob bekennt sich klar zu Wels. Mit dem Bau einer neuen Produktionshalle am Stammhaus mit rund 1500 Quadratmetern steht ab sofort eine zusätzliche Produktionsfläche zur Verfügung. Ein weiterer Schritt für permanente Modernisierung der Fertigungsanlagen und um Produktivität, Flexibilität und Nachhaltigkeit zu erhöhen. Der Hauptgrund ist, dass wir in den Jahren immer mehr und mehr gewachsen sind und einfach mehr Kapazitäten gebraucht haben. Aber das war nicht der einzige Grund. Wir können hier auch energieeffizienter produzieren, wesentlich mehr produzieren. Weiters wurde auf die Temperaturführung geachtet, sodass wir konstanter produzieren können. Die permanente Expansion der Firma Kollob und der internationale Erfolg liegt nicht zuletzt auch an qualifizierten Mitarbeitern. Ich bin seit 15 Jahren bei der Firma Kollob. Ich habe auch in der Lehrzeit bereits in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, was mir halt eine große Hilfe war auch. Von der Ausbildung her habe ich auch nebenbei noch die Berufsreifeprüfung gemacht und habe dann auch ein Logistikstudium noch abgeschlossen, wo ich auch immer von der Firma Kollob unterstützt worden bin. Ja, durch das internationale Umfeld haben wir natürlich extrem interessante Aufgabenstellung. Man sieht viel, man kommt da teilweise umher. Wir haben ein super Team bei Kollob. Ja, 2004 habe ich mit der Lehre als Büro, also zur Bürokauffrau begonnen, habe verschiedene Abteilungen durchlaufen im Betrieb, Buchhaltung, Export, Einkauf. Nach der Lehre habe ich dann habe ich mich für die Exportabteilung entschieden und seitdem bin ich jetzt für die Schweiz, Österreich und Deutschland zuständig. Es ist ein gutes Betriebsklima, ich bin hier drüben eigentlich von Anfang an gut aufgenommen worden und ja, das soziale Umfeld ist super. Auch in Zukunft möchte Kollob mit dem Hauptsitz in Wels den hohen Qualitäts- und Produktionsansprüchen der steigenden Nachfrage auf internationaler Ebene gerecht werden. Der Standort wird immer das Headquarter von Kollob bleiben. Ja, derzeit investieren wir einen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau unserer Produktionsstätten sowie in neue Produktionsmittel, Produktionstechnologien und auch in neue Produkte. Ohne gute, hochqualifizierte Mitarbeiter, die hochmotiviert sind, werden wir keinen Erfolg haben. Und die Basis unseres Erfolgs sind die Mitarbeiter.